Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit, wow, den schönsten Menschen, die wieder eingesappt haben. Ihr habt eingesappt. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Ey, vielen Dank erstmal für die ganze Liebe in den Kommentaren auf Instagram. Ich lese alles und freue mich immer sehr, alles zu lesen. Und ich appreciate das sehr. Deswegen vielen Dank. Es macht mir unfassbar Spaß mit euch, gerade bei solchen Sachen reinzuhören, wo ich weiß, dass wir alle drauf hinfiebern und uns alle drauf freuen und ihr es alle enjoyt. Deswegen... I don't know, ich freue mich sehr. Wir sind heute natürlich mit dem Gartenstadt-Album zur Hälfte jetzt ungefähr durch, glaube ich. Und wir haben jetzt Ohne Gnade. Und der nächste Track, der auch noch heute online kommen wird, ist Vorstadt. Und auf den haben sich sehr viele gefreut und freuen sich sehr viel. Auf den bin ich auch sehr gespannt, weil viele von euch den so als Top-Track mitgenannt haben. Ich bin sehr gespannt. Ohne Gnade heißt der Song jetzt. Und die erste Hälfte des Albums habe ich jetzt die letzten ein, zwei Tage wirklich 24/7 gehört. Ich hatte leider keine Zeit zum Aufnehmen so wirklich. Das heißt, ich musste immer nur die erste Hälfte hören und dann... ja, konnte ich jetzt noch nicht reinhören, aber ich war sehr gut bedient mit den ersten Tracks, wie ihr gesehen habt. Die haben mir alle unfassbar gut gefallen. Und jetzt sind wir am Start mit Ohne Gnade. Sorry, falls ich ein bisschen schwitze, es ist super warm hier in meinem Studio, deswegen sorry for that. Ich freue mich sehr und ja, wir hören rein, let's go. Jumper, make it jump, man. Einfach so. Spuren von letzter Nacht sind fast nicht wegzukriegen. Ich lass dein Lieblingsshirt von mir in einer Ecke liegen. Öffne das Schiebedach, damit dein Geruch verfliegt. Zünd mir eine Kippe an, im Radio läuft unser Song. Boah, okay, bevor der Beat jetzt einsetzt, ganz kurz diese Stimme vom Apache. Ich möchte die Stimme heiraten. Oder keine Ahnung, was mit der machen. Das darf ich jetzt hier nicht sagen. Aber ich liebe den Mann. Ich liebe den Mann wirklich. Wie kann man so eine unfassbar geile Stimme haben, Mann? Sind boah. Fast nicht wegzukriegen. Ich lass dein Lieblingsshirt von mir in einer Ecke liegen. Öffne das Schiebedach, damit dein Geruch verfliegt. Boah, der Beat ist doch so geil schon wieder. Kippe an, im Radio läuft unser Song. Ich wünschte, du könntest mich grad sehen. Ich besiege im Park. Dann alleine trink an der Bar. Aber geht nicht, du bist nicht mehr da. Ich wünschte, ich könnte jetzt grad immer noch sehen, wie du da lachst. Meinen ganzen Körper zerkratzt. So, Baby, was für eine Nacht. War es echte Liebe? Boah. Oder was? Boah, Bro, das kam unexpected. Holy, das kam unexpected. Ganz kurz davor nochmal, ich habe letztens mit meinem Bruder im Auto drüber geredet, da haben wir auch diese Lieder gehört, diese, die ich halt schon kannte jetzt vom Album. Und er meinte ja auch, ey, Apache schafft es immer so bildlich Sachen zu beschreiben, dass man die im Kopf so sich voll gut vorstellen kann. Das hat er gerade hier in der ersten Hälfte unfassbar stark gemacht, fand ich. Ich hatte direkt so ein Bild im Kopf. Boah. Krass. Viel zu verschieden, hab ich dir doch gesagt, ich hab es gesagt. Boah, was geht dem Beat auch ab? Krass. Hast du es doch gemacht? Oh, Baby, gestern hast du noch ein letztes Mal zuletzt gelacht. Doch dein Wunsch. Krass, okay, der Track geht auf jeden Fall am ehesten in die Richtung Ballade, würde ich sagen. Von allen Tracks, die ich bis jetzt gehört habe, so. Noch ein letztes Mal zuletzt gelacht. Doch dein wunderschönes Lächeln ist zu schnell vergangen. Meine Liebe liegt begraben. Ohne Gnade. Krass, zeigt aber auch, wie vielseitig das Album ist. Es ist natürlich alles sehr musikalisch irgendwie und so. Und Beats haben so dieselbe Richtung. Und wie ich auch schon meinte, man hört immer in den ersten 10 Sekunden, okay, das ist Apache. Ich checke, das wird ein Apache-Song gerade sein. Aber die sind trotzdem so unterschiedlich in der Thematik, aber auch in der Aufmachung her. Doch dein wunderschönes Lächeln ist zu schnell vergangen. Das wird nie wieder so sein. Erinnerungen liegen im Wein. Ich knall die Tür zu und du schreist. Die Weste wird nie wieder versaut vom Blutschweiß und Tränen. Du musst es gehen. Unser Ende war so schön geplant, aber dann wurde es hässlich. Allein wie vielseitig er seine Stimme auch in diesem Track einsetzt, finde ich, ist so bemerkenswert einfach. Boah! Aber dann wurde es hässlich. Mach das auf und verletzt dich. Niemand weiß, wo du jetzt bist. Es fing alles viel zu schön an. Boah. Ein Gott verdammt ist diese Power da. Was echte Liebe oder was pure Hass? Wir sind viel zu verschieden. Hab ich dir doch gesagt, ich hab es gesagt. Und hätte ich nicht getan, hättest du es doch gemacht. Oh, Baby, gestern hast du noch ein letztes Mal zuletzt gelacht. Doch dein Wunsch. Geil, Mann. Es ist wirklich krass, wie unterschiedlich jeder Song ist. Lächeln ist zu schnell vergangen. Meine Liebe liegt begraben, ohne Gnade. Baby, gestern hast du noch ein letztes Mal zu lernen.
Stark. Stark. Auch wieder so ein guter Beat von Jumper. Jumper weiß es einfach. Jumper weiß einfach. Geil, Mann. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, der Track, der am ehesten so in die Balladen-Schublade zu stecken ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von allen Tracks bis jetzt aber der, den ich wahrscheinlich am wenigsten gezielt mir anhören werde. Einfach, weil ich solche balladenartigen Tracks vornherein nicht so krass fühle, wie jetzt zum Beispiel einen Capri-Sonne mit ein bisschen mehr Power vielleicht noch, die noch ein bisschen schneller gebaut sind. Aber ich finde es so schön, dass er solche Tracks mit drin hat. Das erinnert mich am ehesten an Wieso tust du dir das an? Von ihm. Und so 2 Minuten bloß halt viel schneller. Also eine Mischung aus den beiden Tracks vielleicht so ein bisschen. Was ich hier bemerkenswert fand, wie krass er seine Stimme eingesetzt hat. Also wirklich dieses ganz, ganz hohe in der Hook zum Beispiel. Dann teilweise dieses Tiefe, dieses Kratzige oder auch so, wie man es raushört, so jetzt hast du endlich auch ein gottverdammtes Loch in deinem Herz. So dieses, diese Wut oder diese Emotion, die man raushören kann. Und das ist halt super persönlicher Song wieder. Also richtig krass. Gartenstadt ist wirklich einfach ein Blick in seine Seele, in sein Herz, in seinen Kopf. Und das weiß ich von vornherein einfach sehr zu schätzen. Ich bin super gespannt. Wir haben 1 Million Grad hier bei mir gerade. Es ist super warm und ich brauche jetzt einen Sommersong. Und viele von euch haben gesagt, dass Vorstadt wahrscheinlich der Sommersong vom Album ist. Ich bin sehr gespannt. Die Reaction dazu gibt es nachher auf jeden Fall hier auf diesem Kanal. Ich kann auch keine Uhrzeit sagen, aber sie kommt auf jeden Fall heute. Und ja, ansonsten, ey Leute, vielen Dank fürs Zusehen soweit. Habt einen wunderbaren Tag. Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nachher noch bei Vorstadt. Ich freue mich sehr. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer natürlich und ciao.